Ah, guter Mr. Sportiv hier. Was waren das heute für News? Für Köln es kommt's knüppeldick. Bei Dortmund bleibt Terzic. Und dann die Super League. Holy moly. Abarbeiten wir jetzt mal alles Step by Step. Zum ersten Punkt, das letztgenannte, die Super League. Die jetzt doch vom Europäischen Gerichtshof erlaubt ist. Das heißt, Niederlage für die UEFA und die FIFA. Heißt offiziell, dass diese Mannschaften dort teilnehmen dürfen. Jetzt werden manche sagen, ja, aber hier, guck doch mal, die neue Champions League, die ist ja nichts anderes als die Super League und so weiter. Ja, darum geht es ja gar nicht. Der UEFA ging es halt darum, dass diese Vereine an sich einfach ein Konkurrenzprodukt ja, kreieren. Kann man so und so sehen. Ich kann verstehen, dass die UEFA dann sagten, okay, wenn ihr noch eine eigene Konkurrenz macht, schädigt ihr ja sozusagen den Verbund. Ja. Also wie wenn du vielleicht deinem Arbeitgeber schädigst. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn du jetzt arbeitest, nebenbei, aber vielleicht eine Konkurrenzfirma aufbaust, so Step by Step, geht ja am Anfang, dass man so etwas nebenberuflich macht, wie der Chef das finden würde. Ich glaube, der wird es nicht gut finden, aber er könnte dich, glaube ich, nicht kündigen, solange du deine Arbeit und alles dem nachgehst bei deiner richtigen Arbeit. Ne, das ist der springende Punkt. Wobei er die nebenberufliche Selbstständigkeit vorher genehmigen muss. Just saying. Aber Fakt ist, was ist denn das? Ist alter Falter. Die Super League. Ich bin zwiespältig. Ich bin gegen die Super League an sich, weil dann einfach die Spalte wahrscheinlich von zwischen Arm und Reich noch größer wird. Auch wenn er nicht unbedingt was zu heißen hat, weil man sieht ja, dass auch die unterklassigen Teams da wirklich was reißen kann oder können. Allerdings, es wird immer größer. Manche sagen, ja, dann soll Dortmund und Bayern rübergehen. Soweit ich weiß, haben Dortmund und Bayern damals schon Nein gesagt. Sind mal gespannt, inwiefern da so ein eigener Wettbewerb entstehen wird. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und inwiefern das auch sich trägt mit Geld etc., wie viel Geld die einbringt, ist das vielleicht sogar gut für uns Fußballfans. Manche werden sagen, hier, Konkurrenz belebt das Geschäft, dann wird irgendwas günstiger. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass, wenn die Super League da ertönt und die Super League wird einfach so sein, dass die selbst ein Streaming-Dienst wahrscheinlich aufmachen, das anbieten und das zusätzlich Geld kostet. Oder vielleicht verkaufen sie es auch an der Zone oder an Sky oder vielleicht einen anderen Betreiber. Und dann kannst du vielleicht mit dem gleichen Abo auch die Super League sehen. Allerdings sollten die Super League dann selbst streamen, die Vereine, was ich mir auch vorstellen kann, weil es geht ja nur noch um Geld dann. Dann ist es wirklich so, dass da ein Konkurrenzprodukt entsteht. Aber sicherlich werden dadurch die Abos auf Sky und der Zone günstiger. Es ist einfach nur so, dass ihr noch ein zusätzliches Abo abschließen müsst. Und da bin ich mal gespannt, ob die es machen. Einfach so eine Super League, die eigentlich random ist, ob sie das Leute holen würden. Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Bin ich ganz ehrlich. Aber wir sind ja auch nicht in der Super League. Aber trotzdem, nee. Eure Meinung mal zur Super League gerne in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Komme zum nächsten Punkt. Terzic bleibt Trainer bei Borussia Dortmund. Gab ja so ein Krisengipfeltreffen mit Watzke und ein paar externen Berater. Kehl, Terzic selbst natürlich. Sammer war, glaube ich, auch dabei, ne? Und dementsprechend, ja, der bleibt. Auf der Habenseite ist der Gruppensieg in der Champions League. Mir war klar, dass das als Grund genannt wird, dass er bleiben wird. Und ja, in der Liga läuft es zwar nicht so, aber man hat ja den Gruppensieg geholt in der Champions League. Man ist aktuell, ich sage aber, was jetzt ist,
4 Punkte von Platz 4 entfernt. Vielleicht reichen auch, sag ich mal, also reicht der 5. Platz für die Champions League. Da hat man aktuell 3 Punkte Vorsprung vor Frankfurt. Ach, ich bin immer noch so hyped. Also gestern, ich komme immer nicht drauf klar, was gestern war. Egal. Fakt ist aber, das ist nichts. Okay, wahrscheinlich in Dortmund werden wieder Frankfurt abschießen, aber dennoch mit der Leistung und vor allem die schwankende Leistung, die Dortmund zeigt und nach dem Gegentreffer einfach komplett weg zu sein auf einmal, kann wirklich sein, dass sie dann ihre Saisonziele verpassen. Und stellt euch mal vor, wirklich, wir kriegen den 5. Champions League Platz nicht. Dortmund wird von irgendjemandem noch aufgeholt und auf einmal spielt Dortmund nur, ja, keine Ahnung, Conference League oder so. Wer weiß. Also ich bin aber echt gespannt. Theoretisch könnte dieses Jahr sogar der 8. Platz für den internationalen Platz reichen. Wenn wir den 5. bekommen, dann ist ja 6. Europa League, 7. Conference League. Und wenn der Pokalsieger auch schon oben drin ist, dann rutscht nochmal alles nach unten. Also 1. 5. Champions League, 6. 7. Europa League und der 8. die Conference League. Das ist schon geil. Und aktuell auf von Platz 8 ist Heidenheim 4 Punkte weg. Die sind 9. Ich will nicht sagen, dass Heidenheim international spielen wird. Aber da auch nenne ich gerne fetten Respekt an Heidenheim. Ich werde dann übrigens einen Hinrundenrückblick machen. So Spieler der Saison. Es ist also Hinrunde etc. Mannschaft der Hinrunde, Überraschungsteams, wer hat enttäuscht etc. Einfach so ein Mini-Blick. Ich auf meine Prediction werde ich kurz eingehen, nicht das komplette Video schauen, sondern hinten einfach die komplette Tabelle mir anschauen, wie ich getippt habe und mich dann lustig drüber machen. Und das komplette peinliche Video kommt dann zu Saisonende. Eure Meinung gerne dazu, dass Terzic bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich böse enden kann, weil man sieht da keine Entwicklung. Vielleicht ändert sich das jetzt mit der Pause, aber das Ding ist halt, wenn sie jetzt einen neuen Trainer gehabt hätten, hätte die komplette Vorbereitung gehabt. Jetzt macht es fast das gleiche wie Schalke. Ach, wir starten mit dem trotzdem hin. Dann macht er ein, zwei Spiele und ist weg. Und hat keine Vorbereitungszeit mehr. Und muss von Bam Bam sofort performen. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwierig und die müssen halt wirklich extrem gut starten. Die spielen ja zuerst in Darmstadt. Das ist der letzte Spieltag der Hinrunde und dann, ja, wenn die in Darmstadt nicht gewinnen, das ist übrigens das Topspiel um 18.30 Uhr, dann könnte das schon echt tricky werden. Und je nachdem, wie die Konkurrenz spielt, vielleicht aufholt, überholt, je nachdem, weil das hinter ihnen sind drei Mannschaften, die 3 Punkte Rückstand haben. Aber einzig allein Frankfurt hat die bessere Tordifferenz da. Ist das so ein Ding. Also, wir können gespannt sein. Wir können die nächsten Spiele angucken von Dortmund. Erst, wie gesagt, in Darmstadt. Dann in Köln. Das sind alles so, ja. Einmal Platz 18, dann Platz 17. Man weiß, dann hat sich auch gegen diese Mannschaften schwer getan. Und spielt dann zu Hause gegen Bochum, die auch unten drin stehen. Das sind 3 Spiele, wo, glaube ich, Fans erwarten, dass du als Dortmund alle 3 Spiele gesiegst. Und ich glaube, die erwarten dann mindestens 6 Punkte. Ich glaube, wenn die 6 Punkte holen, ist in Ordnung. Wenn die dann nur 4 Punkte holen oder so, ist das schon bitter. Das wäre dann nur wär eine Niederlage, ein Sieg. Oder wenn die 5 Punkte holen, 3-1, das wäre 3-1-1. Ich weiß nicht, ob die dann damit so zufrieden sind. Und dann spielen sie halt darauf nochmal in Heidenheim. Das ist auch so ein Spiel, wo was passieren kann. Das sehen wir aber dann im neuen Jahr. Die eben erwähnten Kölner, was ja der erste Spieltag der Rückrunde ist,
haben einen neuen Trainer. Zu diesem Zeitpunkt. Aktuell haben sie keinen neuen Trainer, denn ja, da ist einer, die haben gar keinen Trainer. Der aktuelle Trainer ist, denn ja, es war zu erwarten mit Platz 17. Und nur aufgrund der Tordifferenz sind sie auf Platz 17, haben nicht die rote Laterne. Aber es ist ein Punkt gleich mit Relegationsplatz. Da muss man bedenken, wie eng das da unten ist. Von daher, also es ist, ich weiß nicht, das ist ganz klar. Platz 18, 10, Platz 17, 10, Platz 16, 10, alle 10 Punkte. Und die Tordifferenz ist auch relativ eng. Minus 21, minus 18, minus 15. Das kann man teilweise, kann es nach einem Spieltag weg sein. Wenn Mainz mal vielleicht gewinnt mit ein, zwei Toren und die andere Mannschaft verliert mit zwei Toren Abstand, dann ist auf einmal bam. Das ist, könnte richtig, richtig knackig da unten werden. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, wer der Nachfolger von Steffen Baumgart wird. Manchmal mehr gemunkelt, wenn Terzic geht, könnte Steffen Baumgart zu Dortmund gehen. Ich meine, Köln-Dortmund, ja, ist ja so, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe gesagt, Klasner könnte zu Dortmund gehen. Aber haben viele gesagt, der Klasner passt nicht. Ich finde schon, dass er irgendwie dahin passt von seinem Stil. Einzig allein nur, er will kein Mitspracherecht haben und möchte gerne oben mitsprechen können. Und in Dortmund kann er das nicht. Aber können wir mal sehen. Wohin Steffen Baumgart ist treiben wird und wer vor allem der Nachfolger von in Köln jetzt führt. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und, jetzt kommt der Worst Case. Trainerwechsel ist ja nicht schlimm genug. Ein Trainer können sie holen. Neue Spiel aber nicht, denn sie haben eine Transfersperre. Müsst ihr mir vorstellen. Transfersperre für den ersten FC Köln. Und damit hat das internationale Sportsgerichtshof CAS sein Urteil gefällt. Es bleibt die Transfersperre über 2 Perioden. Ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern, aufgrund der Causa Potoknik war es gewesen. Und das ist, Alter, muss ich mir mal vorstellen, das ist übel. Ich erzähle schon mal, ich zitiere mal den kurzen Kicker. In dem Rechtsstreit geht es um den Transfer des damaligen 16-jährigen Jagakuba Potoknik aus Ljubljana. Ja, kommt die Werbung. Zum FC am 31. Januar 2022. Die Kölner argumentieren, der Stürmer habe seinen Vertrag wirksam und außerordentlich gekündigt, weshalb er ablösefrei gewesen sei. Olympia sah dies anders und legte Beschwerde bei der FIFA ein. Man muss sich einfach vorstellen, erstmal, wieso macht man sowas? Ich meine, klar, er will so Olympia, hat aber die Möglichkeit, bei Köln zu spielen. Natürlich versucht er dann bei Köln zu spielen, weil es ist ja eine große, große Möglichkeit, sage ich jetzt mal, da in gewisser Weise sich durchzusetzen. Wenn er auf einmal in Deutschland spielen kann, in der Bundesliga, was ist das für eine Möglichkeit? Dann versucht man natürlich alles, dann dahin zu kommen, weil Köln will ihn jetzt haben. Wenn er jetzt bei Olympia ist, kann Köln sagen, nö, dann möchte ich nicht mehr, dann schauen wir uns weiter um. Dass Olympia da aber auch wirklich sagt, ja, wir gehen da danach und legen uns Beschwerde ein. Richtig so. Richtig so. Und die Transfer werden mich vielleicht ein paar Kölner hassen, aber es ist mir egal. Es ist einfach ein asoziales Verhalten. Ich weiß ja, mach da ein bisschen stunk und so weiter. Und das sage ich nicht nur, weil Kolumbuani das gemacht hat. Das habe ich damals auch, als den Beleder bei Dortmund gemacht hat, etc. Da habe ich schon richtig scheiße gefunden, was er gemacht hat. Ne? Nur um nach Paris zu wechseln. Das ist, geht halt gar nicht sowas. Und von daher, ich glaube, vergangenes am Sommer wurde die Transferfenster noch ausgesetzt, weil es in Berufung gegangen ist, aber jetzt, wie gesagt, für 2 Perioden. Und das Schlimme ist ja, die können aktuell keine Spieler kaufen. Und das ist krass. Die können aus der eigenen Jugend, weiß ich noch, hochziehen, aber die können halt nicht neue Spieler erwerben.
Und wenn du mitten im Abstiegskampf steckst, ist das natürlich komplett anders. Und natürlich haben sich die Kölner ein anderes Urteil gewünscht und vor allem auch erwartet. Ja, nee. Wenn die Fakten was anderes belegen, dann tut's mir leid. Ach, du Kacke. Ich bin echt gespannt. Also Köln könnte echt absteigen. Hat jetzt von allen Abstiegskandidatenvereinen ja, eigentlich schwieriger. Allerdings kann man das auch als Chance sehen, weil man jetzt noch mehr auf die Jugend setzen kann. Vielleicht von den Jugend noch den einen oder anderen noch hochholen kann. Und eher vielleicht dann entscheidend am Klassenerhalt oder was auch immer beteiligt sein kann. Von daher muss man das auch mal so als Möglichkeit sehen, als Chance oder irgendwie sowas, da was Besonderes zu kreieren. Und ob da was kreiert wird, das sehen wir genau genommen in 5 Monaten. Dann haben wir nämlich den 21. Mai und sind dann schlauer, ob jemand abgestiegen ist oder nicht. Denn dann ist schon alles quasi durch. Es sei denn, jemand spielt noch in der Relegation natürlich. Denn 18.05. sind die letzten Bundesliga-Partien. Ich sage euch hier Arrivederci. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare zu allen Themen. Dann quatschen wir da noch ein bisschen und dann sage ich hier ciao. Ciao.